Es ist das größte Motocross-Rennen auf der Welt. Ein Rennen um Prestige, Ruhm und Ehre. Und um das Recht, sich als beste Motocross-Nation des Planeten bezeichnen zu können. Das Motocross of Nations. Willkommen in Red Bud, USA. Das Motocross of Nations, kurz MXON, ist die Motocross-Mannschaftsweltmeisterschaft. Einmal im Jahr treten Mannschaften aus der ganzen Welt mit ihren drei besten Fahrern an. Das MXON ist damit die Olympiade des Motocross. Die besten Fahrer, die besten Fans und die besten Strecken. 2022 kehrt das MXON zurück nach Red Bud. Red Bud ist die amerikanische Strecke. Dort findet jedes Jahr um den amerikanischen Nationalfeiertag ein Rennen zur amerikanischen Meisterschaft statt. Red Bud hat die besten Fans und die größten Sprünge. Das ist das Team Germany, die deutsche Mannschaft. Max Nagel ist der Team-Captain, Oldie but Goldie. Er ist 35 Jahre alt und keiner im Team hat schon so viele Starts beim MXON wie er. Max tritt in der MXGP-Klasse an. Das ist Simon Lengenfelder, das Küken im Team. Mit 18 Jahren ist er der Jüngste der Truppe. Doch als einziger Werksfahrer der Deutschen liegt die Zukunft noch vor ihm. Simon wurde dieses Jahr Dritter in der Weltmeisterschaft und fährt in der MX2-Klasse. Das ist Tom Koch, der Dritte im Bunde. Der 24-Jährige darf zum zweiten Mal mit zum MXON. Er ist einer der Spitzenfahrer beim IDRC MX Masters und fährt die Europarennen der Weltmeisterschaft. Tom tritt in der Open-Klasse an. Red Bud! Red Bud! Red Bud! Ein Überseerennen bedeutet vor allem eines. Die meisten Fahrer treten nicht auf ihrem eigenen Material an. Es ist viel zu teuer, das Motorrad und alles, was man benötigt, in die USA zu fliegen. Deshalb heißt es nach der Ankunft in Red Bud Schrauben. Die im Flieger mitgebrachten Teile werden an die gemieteten Maschinen geschraubt. Simon hat Glück. Er ist Werksfahrer und hat seine beiden Motorräder in den USA, die er auch in der Weltmeisterschaft fährt. Max und Tom haben jeweils nur ein Motorrad und müssen für das Rennen ihres draus machen. Geschafft, die Bikes sind fertig. Für das MXON gibt es einen eigenen Look für die Maschinen und Fahrer. Am Freitagnachmittag findet die offizielle Teampräsentation statt. Tausende Fans warten bereits darauf, die Stars zu sehen und willkommen zu heißen. Es ist Samstag. Ich freue mich jetzt auf die Strecke. Wir sind jetzt 2 Tage hier, aber nichts fahren können. Deswegen jetzt wird es Zeit, dass es endlich losgeht. Das ganze Organisatorische ist erledigt und jetzt kann man endlich auf die Strecke. Jede Klasse hat nur ein einziges Training, um sich mit der Strecke anzufreunden. Danach fährt jede Klasse ein Qualifikationsrennen. Die besten 2 der 3 Ergebnisse werden zusammengezählt und die besten 20 Nationen qualifizieren sich für die Hauptrennen. Let's go! Like a
Perfekt. Das Team Germany qualifiziert sich als Neunte für die A-Finale. Hey Leute, herzlich willkommen aus Red Bud. Heute hier zum Race Day. Yeah.